Drückjacht in der Oberförsterei Podanin. Seit 1989, also schon über 30 Jahre, zieht es mich immer wieder nach Podanin. Und das häufig mehrmals im Jahr. Die Oberförsterei Podanin umfasst eine Fläche von 63.000 Hektar und gehört sicherlich zu den besten Oberförstereien Polens, sowohl unter Forst- als auch unter jagdwirtschaftlichen Gesichtspunkten. Mein Freund Jerzy Tarkowski war von 1979 bis 2009 hier Oberförster und hat nach seiner Pensionierung eine 280 Seiten umfassende Monographie über den Forst, die Jagd und die Menschen der Oberförsterei seit dem Jahre 1803 veröffentlicht. Anfangs jagte ich überwiegend in den ausgezeichneten Jagdgenossenschaftsrevieren der Oberförsterei. Das Staatsrevier OHZ Nummer 51 mit seinen 24.500 Hektar ist ausschließlich ausländischen Jagdgästen vorbehalten. Seit Mitte der 90er Jahre ist das Jagdbüro Kahle Vertragspartner dieses Revieres. Da ich in den letzten Jahren überwiegend mit der Kamera in Podanin unterwegs bin, freute es mich, dass Jörg Eberitsch damit einverstanden war, seine dreitägige Drückjacht zu begleiten. Er selbst sowie Dennis waren ebenfalls mit Kameras vor Ort. Ich glaube, dass zwei Jäger hat noch nicht, oder? Ah, okay. Die Oberförsterei Podanin ist bekannt für ihren hervorragenden Rot- und Schwarzwildbestand. Jährlich werden mehrere Hirsche in der Medaillenklasse gestreckt. Ebenfalls ist ein starkes Dammwildvorkommen zu erwähnen. Bereits im Jahre 1900 hat Bogdan Graf von Hutten-Schapski Dammwild aus Deutschland importiert. Und auch heute noch wird regelmäßig Dammwild aus ungarischen Beständen zugeführt. Nachdem am Vorabend eingehend die einzelnen Punkte der Sicherheitsregeln besprochen worden waren, wies der heutige Jagdleiter Tomek anfangs nochmals darauf hin. An den Jagdtagen wurden 6 bis 7 Treiben pro Tag durchgeführt. Es stand eine erfahrene Treiberwehr bereit, sowie 2 Nachsuchengespanne. Die Treiben am ersten Jagdtag fanden auf dem Gebiet der Förstereien Smogulets, Jaktorowo und Lipine statt. An der Drückjacht nahmen 23 Jäger teil. Netterweise hatte sich Hagen bereit erklärt, dass ich ihn als sein Schatten an den 3 Jagdtagen begleite. Hagen, dafür nochmals herzlichen Dank. Es hat Spaß gemacht. Prawa stoi! Ja.
ist auch noch recht. Na los, komm, einmal Schweinebeißen. Und Jörg, hast du die anderen auch drauf gekriegt? Nein. Die über den Weg gingen? Nein. Das war ja wohl schon ein verheißungsvoller Auftakt. Und Jig durfte natürlich auch nochmal ans Jig. Jawohl. Steh vorne ein. Cemo Tarkowski hatte soeben den letzten Jäger seiner Gruppe abgestellt, als er mit seiner Handykamera 21 Hirsche filmen konnte, die aus dem Treiben herauswechselten. Austausch unter den Hundeführern Vitek, Mikowaj und Arek. Dann kam Nero neben mir. Grzesiu się cofnie, bo ja muszę jechać aż tu, nie? Ja muszę całym miotem jechać inny. Dobra. To Grzesiu pojedzie, jak rozstawi się, cofnie i pojedzie od jeziorek. No. Dobra. Ja mu powiem gdzie. Dobra. Dobra. Wszystko wiemy, Maciej. Już? Peter. Już? Teraz. Odegramy teraz sygnały pokotu. Der erste Jagdtag ist beendet. Auf der Strecke liegen 11 Sauen und ein Hirsch. Nachdem die beiden Vize-Jagdkönige sowie der Jagdkönig gekürt sind, wird auch noch ein Jungjäger, der seine erste Sau erlegt hat, zum Saujäger geschlagen. Auf dem Schwarzwildjäger ein dreifach kräftiges Hodo! 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 Vorbei. Ein schöner Jagdtag ist vorbei. Wir haben in jedem Treiben Rotwild, Schwarzwild gehabt, Dammwild fast in jedem Treiben. In jedem Treiben sind Schüsse gefallen. Am zweiten Jagdtag ist Jakob der Jagdleiter und es wird gejagt auf den Gebieten
der Förstereien Lipine, Jaktorufko und Margonin. Ein echter Typ, Nachsuchen Führer Mikowaj. Als ich mit Hagen im nächsten Treiben in der Försterei Jaktorufko an diesem Stand ankam, schweiften meine Gedanken sofort 2 Monate zurück, als ich in unmittelbarer Nähe die folgenden Begegnungen mit der Kamera festhalten konnte. Hier war der Kameramann zu langsam. Die Sau hatte bereits den Weg passiert. Eine gute Sau. Bisschen nach hinten links. Aber hier. Hier, Schweiß. Da ist mein Schuss. Ja. Das ist mein Schuss. Das Ruderschweiß. Ja, das ist dein Schuss. Das Ruderschweiß. Das ist dein Schuss. Keine große Arbeit für Mikowaj und seinen Hund. Die Sau wurde nach 70 Meter mit gutem Schuss gefunden. Nichts umgefallen, kann ja nicht angehen. Nichts umgefallen? Ich kann es dir nicht sagen. Jedenfalls habe ich dich super drauf. Klassischer Waldfrevel. Sowas habe ich eigentlich noch gar nicht so in der Form erlebt. Da kam eine Du gehst ja schon häufig auf Schweine, ja. Ja, deswegen. Eine Riesenrotte Schweine, mindestens 30 Stück. Und nehmen uns hier fast an, haben uns mitgekriegt, drehen dann ab. Und dann fing ich an zu schießen. Und das Resultat sehen wir hier jetzt, ne?
Ja. Also das war ein bombastisches Treiben überhaupt. Überall fielen Schüsse, überall. Ja, da war ja Leben Schweine. Drin, überall Knallerei. Die Treiber, die kamen die gar nicht Treiber mehr aus. Die Treiber waren richtig heiß und das war, ja, das kann man sich gar nicht so vorstellen. Das ist wie, ich habe ich ja eben schon gesagt, das ist wie in Ungarn im Gatter, wenn man, ja. Da, also, ja, wenn man da auch mal so ein großer Zug fährt durch den Wald, so ein schwarzer. Wahnsinn. So wie es man sich eigentlich erträumt. War gigantisch. Also das war. Und das hier in der Oberförsterei Podanin. Und das in Podanin, das war verrückt, ne? Ja, Weidmanns Heil. Ja, Weidmanns Dank. Ich freue mich auch, dass das so gut geklappt hat hier wieder mal. Ja, super. Ah. Nach solch einem ereignisreichen Jagdvormittag freut man sich dann auf die heiße Suppe. Bleib doch mal weg, du. Du bleibst? Was hast du da schon nicht allein? Nein. Ein durchaus ereignisreicher und spannender zweiter Drückjagdtag ist zu Ende. Auf der Strecke liegen 18 Sauen, 2 Dammkälber und ein Hirsch. Besonders Reinhard freute sich über sein Weidmannsheil. Er konnte einen starken Keiler von 98 Kilogramm und 20 Zentimeter Waffenlänge erlegen. Der dritte Jagdtag
fand auf den geschichtsträchtigen Gebieten der Förstereien Czelecki-Gaj und Budzin statt. Hier jagten Anfang der 30er Jahre der polnische Staatspräsident Ignaz Moszczycki sowie General Kazimierz Sosnkowski. Strasburg wita wszystkich jeszcze raz bardzo serdecznie w dzisiejszym dniu polowania. Herzlich willkommen. Die Jagdleitung des dritten Tages lag in den Händen von Marcin. Das Jagdgebiet befand sich bezüglich der ASP in einer sogenannten blauen Zone. Ursächlich war die positive Beprobung eines überfahrenen Frischling im Jahre 2019. Seitdem wurden sämtliche erlegten Wildschweine konsequent vom Veterinäramt untersucht. Und obwohl seitdem kein weiterer positiver Befund aufgetreten war, wird weiterhin so verfahren. Also wurden an diesem Jagdtag sämtliche erlegten Wildschweine von einem Spezialteam geborgen, in einem speziellen Fahrzeug transportiert und ins Magazin verbracht. Erst nach negativem Befund wurde das Wildbrett dann freigegeben. Folglich erschienen keine Schweine auf der Strecke. Da das erste Treiben an einer vielbefahrenen Straße grenzte, war neben den üblich aufgestellten Hinweisschildern ein Wagen mit Warnblinkanlage an der Straße positioniert. Musste Hagen noch pardonieren, da sie in Richtung des um die Ecke stehenden Schützen wechselten. Auf das Rotwild kam er dann zu Schuss, als sie aus dem Treiben wechselten. Das zuerst beschossene Stück lag nach 80 Meter. Das Kalb am Schluss hatte er gefehlt. Als wenn die Sauen es gewusst hätten. Auch hier verbot sich eine Schussabgabe, da die Sauen auf die Frontschützen zuwechselten. Der dritte Jagdtag neigte sich dem Ende. Es konnte eine Strecke vermeldet werden von 20 Sauen, einem Rottier, drei Rehen und einem Fuchs. Was bleibt als Fazit nach drei Drückjagdtagen? Eine Gesamtstrecke von 59 Stück Wild mit 49 Sauen, zwei Hirschen, einem Rottier, zwei Dammtieren, drei Rehen und einem Fuchs. Es waren drei außergewöhnliche Drückjagdtage in einem herrlichen Revier bei perfekter Organisation mit engagierten Treibern,
gute Nachsuchen gespannen und bester Verköstigung. Und ein durchweg guter Wildbestand mit vielen kopfstarken Rudeln und Rotten. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht, die Drückjachttruppe an den drei Yachttagen mit der Kamera zu begleiten. Herzlichen Dank und Weidmanns Heil, da Spur. Wenn der ein oder andere jetzt auch einmal in der Oberförsterei Podanin weitwerken möchte, egal ob auf Rot- oder Dammhirsch, auf Schwarzwild oder an einer Drückjacht teilnehmen möchte, dann sollte er sich beim Jagdbüro Kahle melden.